oft auf die Schnelle. Es gibt zwischen Süden und Nord ein Gefälle. Die drunten, die würden hier oben zerbrechen. Die Nordlichter würden im Süden verlöschen. Im Süden, da wär man fidel und so wild. Und droben im Norden meist leicht unterkühlt. Man würde sich nie miteinander vergleichen und könnte einander das Wasser nicht reichen. Das hat uns am Ende ja doch interessiert. Wir haben das Gefälle gefällig studiert. Und ob es tatsächlich bei uns existiert, das wird euch nach Noten sogleich illustriert. Betracht ihr die Landschaft so kraftvoll und kühn, was grün doch das Gras hier im Norden, so grün, wie gut es gedeiht, dafür gibt's den Beweis. Unsere Kühe sind schwarz und die Milch, die ist weiß. Ein Moment, unser südliches Gras ist so grün hinterm Zaun, dass die Milch immer weiß ist und die Kühe sind braun. Im Nord und im Süd heißt es deshalb im Spaß, wie steht unser Rindvieh so glücklich im Gras? Das Gras ist erquicklich, die Kühe sind glücklich. Da fragen wir uns auf der Stelle, wer spricht denn da noch von Gefälle? Man sagt allzu gern, wenn der Flachs richtig blüht, die Uhren gehen anders in Nord und in Süd. Die These ist richtig, das wär doch gelacht. Bei uns 7.30 Uhr ist dort halber 8. Wir stellen die Uhr, darauf geb ich mein Wort. Tönt bei bergigen Ketten die Sirene an Bord. Ein Moment einmal. Sirenenhaft klingt auch nach uraltem Brauch. Dem Bastel sein Alphorn und am Bart hat er auch. Die Uhr geht vernünftig, die Bärte sind zünftig. Das Gras ist erquicklich, die Kühe sind glücklich. Da fragen wir uns auf der Stelle, wer spricht denn da noch von Gefälle? Die Stammtischgespräche im nördlichen Land sind für süddeutsche Sprachforscher sehr interessant. Weißt was, Helga? So könnt's auch bei uns den Gelehrten ergehen. Die würden nur eins, zwei, drei super verstehen. Wobei uns der Gerstensaft wieder vereint. Den brauen wir selbst und der Wein wird beweint. Den Chloren vernichten wir beide im Zorn. Nur dort, wo ist der Obstler und hier heißt er Korn. Das Bier lässt man laufen, den Wein muss man kaufen. Die Uhr geht vernünftig, die Bärte sind zünftig. Das Gras ist erquicklich, die Kühe sind glücklich. Da fragen wir uns auf der Stelle, wer spricht denn da noch von Gefälle? Jetzt fragen wir nur noch das Viechlein an der Wand. Wer ist denn die Schönste in unserem Land? In Dirndl wär ich es, das würdest du erleben. Doch müsstest du mir ein paar Pfunde abgeben. 10 Kilo könntest haben von mir auf der Stelle. Dann hätten wir zwei fast das gleiche Gefälle. Wenn sonst kein Gefälle im Land existiert, dann sind wir zufrieden und gut arrangiert. Sind wir auch verschieden? Wir bleiben zufrieden. Das Bier lässt man laufen, den Wein muss man kaufen. Die Uhr geht vernünftig, die Bärte sind zünftig. Das Gras ist erquicklich, die Kühe sind glücklich. Na jetzt frag doch mal. Na jetzt sag's mal. Da stellen wir fest auf der Stelle,